Zwei deutsche Teams sind noch international vertreten, Bayern München in der Champions League und Bayer Leverkusen in der Europa League. Und die Mannschaft von Xabi Alonso, spielt gegen Saint-Gilloise. Da war doch was? Genau, die haben nämlich gegen Union Berlin gespielt und sind weitergekommen. Das müssen wir analysieren, zusammen mit Marcel. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Also, Bayer für mich im Moment eine der Mannschaften, die einfach Spaß macht. Und wenn man Spaß hat, gewinnt man oft. Ja, Carsten, gebe ich dir komplett recht. Leverkusen macht momentan wieder Spaß. Die Form stimmt auf jeden Fall. Sie haben nicht nur vor heimischer Kulisse, sondern allgemein in der Bundesliga zuletzt, glaube ich, 5 Siege in Folge geholt. Sie haben auch diese beiden Achtelfinalspiele gegen Ferencváros gewonnen. Und ich finde, so, man sieht das so ein bisschen anhand verschiedener Spieler, dass einfach die Laune zurückgekehrt ist, dieser Spielwitz zurückgekehrt ist. Und zwar bei Moussa Diaby natürlich insbesondere. Der hat einfach eine extreme Qualität, hat dann lang gefehlt wegen einer Verletzungspause. Das hat Leverkusen wehgetan, konnten sie nicht wirklich kompensieren, diesen Ausfall. Und jetzt ist er zusammen mit Frimpong, mit Adli, mit Wirtz wirklich wieder zurück. Und sie spielen sehr guten Fußball, auch am Wochenende 3:1 gegen Frankfurt zu Hause wieder gewonnen. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass sie ganz gute Chancen haben, hier dieses Viertelfinal-Hinspiel gegen Royal Union zu gewinnen. Denn die Belgier, der belgische Vizemeister, für mich so ein bisschen die große Unbekannte in dieser Runde der letzten 8, beziehungsweise allgemein die unprominenteste Mannschaft der letzten, unter den letzten 8. Und dennoch muss man sagen, sie haben 4-mal gegen Union Berlin gespielt und haben 4-mal nicht wirklich schlecht ausgesehen. Ja, haben nie mehr als einen Gegentreffer kassiert, beziehungsweise außer bei dem Hinspiel, wo sie ja unentschieden gespielt haben. Aber eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist und die unbequem zu bespielen ist. Und dennoch lege ich mich mal darauf fest und sage zu einer Quote von 1,65, dass Leverkusen hier das Heimspiel gewinnt. Juventus Turin hat am Wochenende bei Lazio 1:2 verloren. Eine Machtdemonstration der Laziali, also schon eine beeindruckende Leistung. Jetzt spielen die gegen Sporting. Und wenn wir Juventus analysieren, brauchen wir Christian Bernhardt. Ciao Christian. Hallo Carsten, hallo Marcel. Christian, wie siehst du die Ausgangsposition in dieser Konstellation? Also für Juve ganz klar, die Europa League ist die Chance, noch in die Champions League zu kommen. Dementsprechend über einen Sieg im Wettbewerb. Deswegen liegt da ein großer Fokus drauf. Trotz der Niederlage gegen Lazio jetzt am Wochenende, in den letzten Wochen Juve defensiv sehr stabil und nach vorne zuletzt deutlich kreativer. Angel Di Maria ist in immer besserer Verfassung. Kostic ist richtig gut drauf. Chiesa ist wieder zurück, also viel Offensivqualität. Dazu mit Rabiot, einen der torgefährlichsten Mittelfeldspieler Europas. Also ich glaube, Juve wird da einen großen Fokus drauf legen und geht für mich, obwohl Sporting eine sehr starke Saison spielt, als Favorit. Der Franzose Rabiot zweistellig mittlerweile, also mit 10 Toren. Marcel, welchen? Ja, also Juve ist natürlich der klare Favorit. Ich würde jetzt diese Niederlage in der Liga gar nicht so hochhängen, denn auch die alte Dame weiß natürlich, dass die Europa League wirklich die einzige Chance ist, noch in die Champions League zu kommen. Dementsprechend liegt die Priorität natürlich auch auf dem internationalen Wettbewerb. Und dennoch möchte ich ganz kurz Sporting Lissabon mal erwähnen, denn die haben im Achtelfinale niemand Geringeren als Arsenal rausgehauen, also den Premier League Spitzenreiter, und das wirklich nach 2 sehr ansehnlichen Leistungen, ja, sehr leidenschaftlich verteidigt, aber auch sehr effektiv nach vorne gespielt, gute Konteraktionen gehabt, gerade nach Standardsituationen auch sehr gefährlich, unter anderem auch ein Saint-Just, ja, der auch mal bei Mainz früher gespielt hat, der eine extreme Geschwindigkeit mitbringt. Also jeder, der das Video noch nicht gesehen hat von seinem Zweikampf, den er führt gegen Arsenal, wo er wirklich über den ganzen Platz sprintet und einen noch wegrätscht, eine entscheidende Situation, sollte sich jeder mal anschauen. Dann haben sie einen Coates noch in der Innenverteidigung, auch ein Büffel, knapp 2 Meter groß, wirklich gute Kopfballspieler. Und deswegen, Juve ist der Favorit. Ja, ich glaube auch, dass Juve weiterkommen wird ins Halbfinale. Aber ich sage zumindest, auch wenn Juve zuletzt defensiv sehr stabil agiert hat, dass in diesem Hinspiel beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Ja, die Quote von 2,07 hat auf jeden Fall Value. Und ich würde Sporting zumindest nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der FC Sevilla ist ja sozusagen Abo-Meister in der Europa League. Die spielen gegen Manchester United, eine Partie, die extrem faszinierend daherkommt.
Ja, ich sag mal so, wenn Unai Emery jetzt Trainer bei Sevilla wäre, dann würde ich darauf wetten, dass Sevilla Meister wird, beziehungsweise Europa League-Sieger wird. Das ist aber nicht mehr der Fall. Der turnt ja mittlerweile in der Premier League rum bei Aston Villa. Trotzdem hat Sevilla einen neuen Trainer, José Luis Mendilibar. Das ist ein Trainer, der jetzt übrigens schon der dritte Trainer in der laufenden Saison, ja, nach Lopetegui und auch nach Sampaoli. Und ja, da gab es am Freitagabend wirklich ein kurioses Spiel von Sevilla in La Liga, denn sie haben 2-0 geführt. Beide Tore haben sie in Unterzahl markiert, bis zur 90. Minute. Und dann bekommen sie das 1-2 und 3 Minuten später das 2-2. Das heißt, ich schieße erst 2 Tore in Unterzahl, führe bis zur 90. Minute und kassiere dann noch 2 Tore in Unterzahl. Ja, verrücktes Spiel. Und nicht nur deshalb sind sie natürlich der klare Außenseiter bei Manchester United, weil Sevilla eigentlich primär vor heimischer Kulisse gut einzuschätzen ist. Auswärts läuft es gar nicht und Manchester United hat am Wochenende 2-0 gegen Everton gewonnen, auch unter der Woche einen wichtigen Heimsieg gelandet. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt den dritten Heimsieg binnen einer Woche geben wird. Und ich sage sogar, dass Manchester United dieses Spiel mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnt. Quote liegt hierfür bei 2,15. Ein weiterer italienischer Verein, zwei sind noch vertreten im Viertelfinale in der Europa League, nämlich die Roma. Spielt bei Feyenoord. Das ist das Finale der letzten Conference League-Ausgabe. Christian, wie siehst du die Roma aktuell? Roma ist unter Mourinho so ein bisschen in diesen K.O.-Spielmodus gerückt. Also hat man zuletzt gesehen gegen Sociedad, gegen Salzburg. Mourinho schafft es in diesen 90 plus 90, also 180 Minuten in Hin- und Rückspiel, die Mannschaft sehr zu fokussieren. Ganz klar, Prunkstück, die Defensive gegen Smalling, Ibanez, Mancini, sehr schwer zu treffen. Und dann hat die Roma immer noch diesen Paulo Dybala, der in dieser Saison so dieses Plus quasi gibt. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass wir nicht sehr viele Tore sehen werden. Dafür ist Roma und Mourinho einfach, da liegt der Fokus zu sehr auf der Defensive. Aber bei Feyenoord darf man schon nicht vergessen, die kommen mit einem richtig guten Schwung. Die haben in 27 Ligaspielen nur ein einziges Mal verloren. Großes Selbstvertrauen. Also dementsprechend, ich rechne mit einem engen. Marcel, was sagst du zu dieser Begegnung? Also Feyenoord ist ja Tabellenführer und ja nun großer Favorit auch auf den Gewinn des Titels in der Ehrendivisie. Ja, ich schließe mich da komplett der Meinung von Christian an. Bei der Roma vielleicht noch, wir erwähnen mal die Abwehrspieler, aber auch der Torwart macht für mich momentan wirklich einen guten Job. Rui Patricio, der Portugiese, auch mit viel Erfahrung gesegnet, sowohl in der Nationalmannschaft als auch auf Clubebene. Auf Und der anderen Seite übrigens Timon Wellenreuther, der Deutsche, der ja bei Schalke mal war, im Tor. Also diese Konstellation auch brandgefährlich. richtig, richtig. Carsten, war Timon Wellenreuther nicht der mit dem Bürgermeistervater in Ja, Karlsruhe? in Karlsruhe, Ja, ja. Möchtest du noch mehr sehr. wissen, welchen Friseur der hat? Hast du da noch Nein, reicht. Informationsbedarf? Frag Reicht, mich. Carsten. Aber apropos Friseur, ich habe neulich in den Kommentaren gelesen, dass sich jemand über deine Frisur echauffiert hat. Also Du sollst doch Freunde, deine Haare machen, aber mehr kann ich gut, euch lass. nicht geben. Mehr kann ich euch nicht geben. Okay, lasse ich mal so dahingestellt. Ja, ich sage auch, die Roma im K.O.-Modus. Ich glaube, kein anderer Trainer oder kaum ein anderer Trainer auf dieser Welt versteht es, so eine Mannschaft einzustellen. Und Christian hat es richtig gesagt, es geht nicht um die ersten 90 Minuten, sondern es geht um beide 90 Minuten, also um 180 Minuten. Und es wäre nicht das erste Mal der Fall, dass die Roma auswärts zumindest nicht gewinnt, sondern maximal unentschieden spielt oder so das Spiel sogar knapp verliert und dennoch in die nächste Runde einzieht. Ja, und darauf spekuliere ich so ein bisschen. Ich sage tatsächlich, dass Feyenoord zu Hause nicht verliert, 1x, und dann fallen auch maximal 3 Tore, dennoch ich glaube, dass es ein sehr torarmes Match geben wird. Und dafür gibt es dann kombiniert eine 1,70 als Quote. So, wir sind zwar nur in der Europa League, aber ihr wollt vielleicht auch ein Champions League Trikot gewinnen. Und dazu gibt es bei uns eine ganz gute Möglichkeit, nämlich unsere Tombola. Das Ganze läuft über Instagram, wettbasis-de. Die Seite liken, den Post liken, an zwei Freunde taggen und das Ganze in der eigenen Story posten. Kommen wir zum Viertelfinale in der Conference League. Das erste Spiel, was wir besprechen wollen, lautet Basel gegen Nizza, Marcel.
mit einem sehr emotionalen Weiterkommen im Achtelfinale gegen Slovan Bratislava. Da haben sie in der 93. Minute durch Seki Amduni, also den Herrn, den wir jetzt gerade eingeblendet gesehen oder gesehen bekommen, haben sie das 2:2 gemacht, das dann dementsprechend zur Verlängerung geführt hat. Und dort haben sie dann im Elfmeterschießen, weil alle Spieler getroffen haben, das Viertelfinale erreicht. Natürlich ein großer Erfolg für den FC Basel in dieser Conference League. Und jetzt wird es eine schwierige Partie gegen Nizza, denn Nizza hatte ja 12 ungeschlagene Spiele in Folge in der Ligue 1. Jetzt haben sie am Wochenende 0:2 gegen Paris verloren. Dennoch ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu bezwingen ist momentan. Und allgemein glaube ich, dass Basel mit dem Heimvorteil gegen eine sich gut in Form befindliche Nizza-Mannschaft absolut auf Augenhöhe begegnen. Und deswegen habe ich mal als Tipp rausgesucht, dass es zur Halbzeit noch unentschieden stehen wird. Ja, keine Mannschaft will groß ins Risiko gehen, keine Mannschaft will das erste Gegentor kassieren. Und deswegen 2:10 für das X nach der ersten Halbzeit. Anderlecht gegen Alkmaar. Alkmaar hat ja Lazio Rom aus dem Wettbewerb gekegelt und das halte ich jetzt schon mal für ein Qualitätsmerkmal. Stimme ich dir zu, absolut. AZ Alkmaar, eine Mannschaft, die auch international ja auch schon einige gute Erfolge vorzuweisen hat, immer mal wieder auch den Sprung in eine höhere Runde geschafft hat. Und Anderlecht ist im Gegensatz dazu eine Mannschaft, die Villarreal rausgehauen hat. Ja, das heißt, es kommt zum Duell zweier Favoritenschrecks, muss man so sagen. Und Anderlecht hat eine große Stärke, sowohl auf nationaler wie auch als auf internationaler Ebene, denn sie sind defensiv meiner Meinung nach extrem stabil. Ja, und AZ Alkmaar hat jetzt auch gegen Lazio Rom gezeigt, dass es nicht nur mit Hurra-Fußball geht, sondern auch mit harter, ehrlicher Arbeit gegen den Ball. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Hinspiel in der Conference League zwischen Anderlecht und Alkmaar maximal 2 Tore fallen werden und die Quote liegt bei 1,87. Die italienischen Teams sind ja sehr gut vertreten, noch in den internationalen Wettbewerben. Die Fiorentina spielt bei Lech Posen und die Fiorentina ist aktuell in dieser Saison so etwas wie eine Pokalmannschaft, sind im italienischen Pokal-Halbfinale und haben da das Hinspiel deutlich gewonnen, also das Finale winkt. Christian, Luka Jovic ist einer, der ein großer Faktor sein kann bei der Fiorentina. Ja, er ist einer von vielen Faktoren. Also die Fiorentina hat wirklich in den letzten Wochen, Monaten extrem Schwung aufgenommen, haben jetzt am Wochenende der Liga 1-1 gespielt und hätten damit fast den 10. Sieg in Folge gefeiert. Also 9 Siege, jetzt ein Remis. Extrem moderner Ansatz, 4-3-3, Vincenzo Italiano, für mich ein Trainer, von dem wir in den nächsten Jahren noch einiges hören werden. Mutig, offensiv stark, Cabral im Sturmzentrum, der zuletzt regelmäßig trifft, also Jovic im Moment eigentlich nur die 1B-Lösung. Viele Optionen, also die Fiorentina macht wirklich Spaß und dementsprechend ist es angesprochen. In beiden Pokalwettbewerben sehr fokussiert, die Fiorentina hat ganz klar den Plan, so wie die Roma in der vergangenen Saison die Conference League zu gewinnen. Dieses Jahr möchte die Fiorentina diesen Schritt gehen und ich traue es ihr zu, denn sie ist wirklich athletisch auch in einer sehr, sehr guten Verfassung. Marcel, spiegelt sich das Ganze auch in deinen Tipps oder in deinem Tipp? Ja, also die Fiorentina ist allgemein der zweitheißeste Kandidat auf den Gesamtsieg in der Conference League hinter West Ham. Die werden momentan als Favorit. Als Top-Favorit gehandelt. Christian hat es natürlich schon richtig angesprochen. Das Momentum liegt auf Seiten der Fiorentina. Luka Jovic übrigens aktuell der beste Torschütze des Wettbewerbs. Er hat schon 6-mal getroffen in der Conference League. Und trotzdem darf man Lech Posen nicht unterschätzen, denn für sie ist das Conference League Viertelfinale natürlich das absolute Highlight dieser Saison. Und sie haben zuletzt 5-mal in Folge in der Conference League 0 gespielt. 5-mal in Folge und das auch wirklich gegen teilweise gute Gegner, unter anderem auch 3:0 zu Hause gegen Villarreal gewonnen. Bodo Klimt haben sie zu Hause geschlagen. Und allgemein blieben sie in 6 von 10 absolvierten Spielen in dieser Conference League ohne Gegentor. Ja? Und die Fiorentina wird jetzt auch nicht unbedingt auf Sieg spielen müssen, weil sie einfach das Heimspiel nächste Woche noch vor der Brust haben. Und deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn Lech Posen tatsächlich in diesem Hinspiel zumindest ein Unentschieden holt. Ja? Ich sage tatsächlich eine kleine Überraschung voraus und sage 2,0, doppelte Chance 1x. Fiorentina gewinnt nicht in Polen. Na, wunderbar. Und dann kommen wir zum letzten Viertelfinale in der Conference League. Die Hammers zu Gast in Gent. Also Gent gegen West Ham. Ja, da gehe ich mal von der Überraschung weg, Carsten. Ich glaube, dass West Ham zu
ja, qualitativ hochwertig besetzt ist und auch zu physisch besetzt ist, als dass Gent aus Belgien da wirklich eine Gefahr werden könnte. Also nach Hin- und Rückspiel gehe ich felsenfest davon aus, dass die Engländer den Sprung in die nächste Runde schaffen. Für das Hinspiel habe ich mir als Tipp herausgesucht 1,75, x2 und unter 3,5. Also West Ham wird das Spiel nicht verlieren. Es werden maximal 3 Tore fallen. Vielleicht gewinnen sie sogar schon. Das wäre aber für mich ein etwas zu riskanter Tipp. Gibt auch über 2er Quoten aktuell dafür. Aber diese 1,75 für x2 und unter 3,5, die finde ich einen guten Kompromiss. Wunderbar. Vielen Dank, Marcel. Vielen Dank auch, Christian. Und hier nochmal die Möglichkeit für euch, einfach mal Cash mitzunehmen. Wir sind am Ende unserer kleinen Vorbereitungsshow für die Conference League und für die Europa League. Hier ist der Überblick der Tipps von Marcel. Also 8 Spiele, 8 Tipps und vielleicht für euch gute Anregungen für die eigenen Tipps. Wenn ihr Kommentare dazu habt, immer gerne her damit. Wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Woche.